Hallo! Wir fahren heute nach Lefkoja, also in einer Stadt so eine Stunde entfernt. Die Hauptstadt Nordzyperns. Genau, und da ist der Hälfte türkisch und Hälfte griechische Teil. Und wir werden es beide Seiten anschauen, ein bisschen shoppen und dafür holen wir jetzt meine Cousine mit Cousin ab. Hallo! Hallo! Alle sind abgeholt. Hallo. Feinst du noch? Warm. Ich bin so am Ölen. Das ist gottlos warm. Ja, wir begeben uns jetzt in der Stadt bei 35 Grad. Keiner weiß, wieso wir das tun. Was? Wie in der einen Toilette, du bist ja, let's go! Und Ding ist, Leute, ich weiß nicht, wieso ich mich zum ersten Tag in diesem Urlaub entschieden habe, Wimperntusche drauf zu machen, aber meine Wimpern bappen zusammen. Ich habe mich nochmal umgezogen, das ist ein Oberteil für der Emma. Jetzt sind wir eigentlich gefühlt Partner, wir haben genau die gleiche Hose an. Ja. Gehen wir eigentlich jetzt was zu essen, holen wir erst in der Stadt. Ich habe auch noch nichts gegessen, es ist schon 2 Uhr. Scheiß mal weit hinaus, an in der Stadt. Mann. Da gibt es mehr Fressbuden. Aber dann noch auf der Seite hier, ne? Ja. Okay. Ja, ja. Wir sind da! Ich mache einen Outfit-Check, Max. Komm her. Toll. Toll. Okay, wir gehen erstmal auf Essenssuche, weil wir alle noch nicht wirklich was gegessen haben und so Hunger haben. Ja, aber jetzt nicht lang suchen. Nee, wird halt echt so. Aber. Das ist so, also es brennt wirklich viel mehr als bei uns. Hier ist halt irgendwie durch, weil hier kein Meer ist. Also wir sind ja am Meer und dann fährt man so einen Hügel hoch und wieder runter und da sind wir quasi. Also hier ist gar kein Meer, gar nichts. Heißt, hier ist einfach warm. Achtung, bitte nicht da reinfallen, danke. Ja. Habt ihr mich gehört? Bitte nicht da reinfallen. Das wäre nicht so cool. Okay, weiter geht's. Okay, Essen kaufen. Toll. Zwiebelsingel. Ui, geil warm. Ich lese immer nur mit einer Schwester. Ich hab 3. Toll. Hier ist jetzt die Grenze. Also, da gehen wir jetzt rüber und dann sind wir im griechischen Teil. Natürlich voll, kein Bock auf anders. Leute, also so schnell geht's. Wir sind jetzt im griechischen Teil. Sieht auch irgendwie direkt anders aus. Wir müssen einfach nur über so eine. Also quasi die eine Grenze raus und dann kamen so 10, 20 Meter, wo einfach alle Häuser zu waren und nichts war. Und jetzt sind wir im griechischen Teil. Und freundliche Menschen. Ja, sieht auf jeden Fall schon anders aus. Nach Griechenland eingereist, jetzt gehen wir ein bisschen shoppen, endlich können wir wieder Euro abheben. Und ja, schauen wir mal, was wird. Was wird? Wieder. Maxi, willst du raten, wie viel es gekostet hat? Also wir haben 3 Eis gekauft. Jeder ein Bällchen. Wie viel hat es gekostet, Maxi? Du kommst zurück in der EU. Wie viel hat es gekostet? 6 Euro. 11,50 Euro. Wir müssen zurück. Wir haben das gekauft. Kann man kurz bitte helfen? Danke. Nein, insgesamt. 11,50 Euro. Also wir müssen wieder zurück in die türkische Seite. Immer vor 11 Euro für eine Kugel. Wir haben gerade nicht mal für jedes Essen 11 Euro bezahlt. Und wir hatten Burger mit Getränk und so. Wir sind irgendwo angekommen, wir wissen nicht wo. Sieht ein bisschen nach Naturia-Sache aus. Aber wir können nicht mehr. Nein, Pool! Wir müssen im Pool. Okay. Wir sind wieder im Schreinerladen unseres Vertrauens. Und der hat so tolle Dinge und Leute. Ich kaufe so Gläser. Ich habe mir schon eins gekauft, die wollte ich mal mitbringen. Und die sehen so aus. So. Und da ist sogar ein Strohhalm dabei. Und das kostet halt 49, das sind 1,70 so circa. Wir haben Schnapp gemacht. Also ich habe eine Karte umsonst bekommen von einem Kumpel. Power. Dann weil ich einfach schlau bin, habe ich kurz bevor das Festival war, habe ich bei eBay Kleinanzeigen. Wir waren jetzt im Pool und Emma und ich sind am Kochen. Also eigentlich Emma kocht, ich stehe da und probiere. Und der Sonnenuntergang ist so schön. Das sieht so pretty aus. Dieser Bananenbaum, das sieht toll. Das ist ein Bananenbaum? Mhm. Wild. Ja. Kommen noch Bananen? Also wirklich? Ja, ich glaube, da kommt. Oh, das ist cool.
Hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.